Das Quietschgelbe-Bilderbuch, das wir euch heute vorstellen möchten, heißt Horst, das maskierte Küken. Horst mit der Teufelsmaske ist Anführer einer chaotischen Bande von Küken, die in Frankreich schon seit vielen Jahren sehr bekannt ist. Denn der Autor und Illustrator Claude Ponty hat schon eine ganze Reihe von Geschichten über Horst gemacht, der im Original Blaise heißt. Und die kommen bei den Kindern in Frankreich super an. Ponty ist dort wohl der bekannteste und beliebteste Kinderbuchkünstler des Landes. In diesem Band gesammelt sind drei kurze Geschichten, in denen die Küken allen möglichen Quatsch machen. Quatsch ist nämlich genau das, was Pontys Küken ausmacht. Sie entwickeln genauso verrückte Ideen wie Kinder im Kindergarten. Sie spielen Sturm, Stühlerennen und Badezimmer. Die Geschichten sind albern, aber Kinder finden sich darin wieder und finden sie einfach total witzig. Und das eine oder andere von Pontys cleveren Wortspielen wird bestimmt auch Erwachsene zum Lachen bringen. Horst, das maskierte Küken, ist also ein Bilderbuch, das einfach nur Spaß macht.